Und an dieser Stelle heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück aus Thieves Haven, meine werten Freunde, auf dieser wunderschönen Paradiesinsel. Leider musste uns einer von den sogenannten VIP-Zielen leider verlassen. Musste die Insel auf tragische Weise verlassen sogar. Medizinische Überdosis. Tja, kann passieren. Das Paradieseleben ist halt nicht für jeden geeignet. Gut, aber wir haben noch zwei Ziele, die wir eliminieren müssen. Und als nächstes werde ich mir Stephen Bradley krallen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Ich bin der Meinung, ich habe das damals auch so gemacht. Und ich mache es einfach nochmal, weil das passt alles gerade so in das Unfallschema. Ich werde ihn bei einem kleinen Sportunfall verunglücken lassen. Ja, und dann Ludmilla Vetrova brauchen wir ja eigentlich nur anrufen. Das ist ja dann schon fast alles. Das ist ja easy an der Stange und dann ist die Mission auch fertig. Das sollte gar keine Probleme machen. Ich muss aber erst mal was vorbereiten. Ich brauche nämlich den Jetski-Schlüssel, den ich irgendwo platzieren kann. Beziehungsweise, warte mal, kann ich mich nicht eigentlich auch als Tauchlehrer verkleiden? Das muss ich mal ausprobieren. So. Nee, die Waffe will ich nicht rausholen. Ich brauche die Münze. So, zack. Du sollst da nicht nachgucken. Aber vielleicht kann ich dich jetzt schon mal ausschalten. Das hätte auch schief gehen können. Oh. Was ein Glück. Ich habe eine Münze gefunden. Ha. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, dass der Tauchlehrer hierher kommt. Aha. Learn to dive. Ja, tauchen. Ich tauche ja gerne, ne? Also jetzt, ich habe noch nie mit Flasche und Anzug getaucht. Ich tauche halt gerne so. Beim Schwimmen halt. Aber so richtig tauchen. So mit einer Flasche und so, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe es noch nie gemacht. Denn ich weiß halt nicht, ob ich unter Wasser durch den Mund atmen kann. Ja, das müsste man einfach mal lernen. Das müsste man machen. Da hätte ich auch Bock zu. Ja, doch. Ich glaube, sowas muss ich mal in Angriff nehmen. Aber erst muss ich hier ein bisschen arbeiten. So. Was habt ihr jetzt vor? CJ, my man, listen. It was an accident, all right? Not even my fault. I'm sure Tyson will understand if you just hand me those keys. You know I can't give you the keys, Steven. Stop asking, please. Oh, hast wohl zu übertrieben, wa? Dass du jetzt die Schlüssel nicht mehr bekommst. Ich würde sagen, hast Pech gehabt. So, bitte. You heard it? We'll check it out. No dawdling. Understood. Ah, verdammt. Stimmt denn nicht mit denen? Ich möchte den Tauchlehrer hier reinholen und keine anderen. Ja, genau, it's clear. Ich muss ihn da auch hinlocken, weil dann kann ich ihn gleich da... Ich weiß nicht, ob das seine Freundin ist, weil die hier auch permanent hin und her läuft. Shit. Das hat er nicht gehört. Perfekt. So wird da ein Schuh draus. Eine gute Nacht.
mit dir. So. Bügeleisen, Jetski-Schlüssel. Ich kann mich als Tauchlehrer verkleiden. Nice. Cool. Ach, da hinten rennt er. Gut, dann besuchen wir ihn. Wie als neuer Tauchlehrer. Haben da einen merkwürdigen Schlüssel gefunden. Das Licht da? Oh, Kokosnuss. Perfekt. Ich weiß gar nicht, komme ich da jetzt eigentlich hin? Mr. Bradley? Ja, tatsächlich. Ich darf hier rumlaufen. Oh, cool. Mr. Bradley? Ich kann ihn ansprechen. Dude, I've been looking everywhere for those. You just made my day. I am gonna tear the sea a new one. Looking good today, sir. Thanks, buddy. My pleasure. Tja. Als neuer Tauchlehrer haben wir irgendwelche Schlüssel in der Umkleide gefunden. Und, naja, warum nicht Stephen Bradley geben? Das können ja seine sein, oder? Ich meinte, er ist ja quasi einer der Oberhäupter hier, wenn man das so sagen könnte. Deswegen, wir haben nur unsere Pflicht getan. So. Ja, ja. Ich wünsche dir viel Spaß. So, ich muss ihn halt nur treffen. Das ist schwerer als gedacht. Target to go. Oops. So, that's Stephen Bradley taken care of. Well done. Da ist einfach der Jetski-Schlüssel gedroppt. Und was macht der jetzt? Was hat der jetzt vor? Der hat es geguckt. Und die Möwen lachen ihn aus. Ja, Unfälle passieren meistens bei so Extremsportarten, wenn man nicht aufpasst. Ah, und wenn man vielleicht den falschen Tauchlehrer hat. Oh, es zieht sich gerade zu. Oh ja, guckt euch das an, da hinten kommt so richtige... Da hinten regnet es doch schon, oder was? Oder ist das Tsunami? Nein, das auf jeden Fall nicht. So, ich würde mich jetzt erstmal wieder umziehen. Und dann rufen wir die gute Ludmilla Petrova an. So, italienischer Anzug, danke. Ist gerade echt irgendwie ein bisschen entsättigt. Dann können wir auch keinen Tauchausflug machen. Schade. Schade, schade. Dann mache ich mir das gemütlich auf dem Zimmer. So. Ich meine, wir haben den großen Fernseher. Wir können uns auch einen Cocktail und ein richtig schönes Essen liefern lassen. Ne? Aus der Bar. Und ja, oder wir holen uns Besuch. Hallo, mit Trevor. Hallo? Hallo? Miss Petrova, it's Tobias Reaper. I read your note. Excellent. I reviewed your file prior to your arrival, and I found it very intriguing. I have an offer for you. If you're interested, you can find me over at the restaurant. I'll keep it in mind. Wonderful. I hope to see you there. Okay. Sieht echt richtig zu. Guckt euch das an, Alter. Das ist ein richtiger Sturm. Okay, sie ist schnellen Schrittens zum Treffort.
Ich hoffe, ich kann sie dann gleich mit aufs Zimmer nehmen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie zu mir kommt. War das nicht so? Das wäre jetzt ja ein bisschen doof, wenn sie nicht mit mir mitkommen würde. Ich meine, ich könnte ja natürlich auch hier ein bisschen tanzen und diesen Blaubeermuffin essen. Ah, guck mal, da ist sie. Miss Vetrova. Mr. Reaper, God, have it so good to see you. You mentioned an offer. Yes, it's a little embarrassing, but we've had an incident. A theft. The thief is an employee here. A person working in Mr. Williams's villa at the other end of the island. What was stolen? A USB drive containing some sensitive information. Personal information, which I would rather not fall into the hands of others. So, my offer is this. Obtain the USB drive from the thief without alerting anyone at the villa. The thief is likely still there. I can't get you inside, so you'll have to use that particular skill set of yours to gain access. Do that, and I'll convince Mr. Williams to give you a 50% discount on our service fee. That's $1 million, Mr. Reaper. A generous offer. The information must be valuable. Mostly to me. It's very impossible. Please call me as soon as you've recovered it. Very well. I'll call you. Ach, verdammt. Shit. Ich muss ja noch diesen blöden USB-Stick aus der Villa holen. Oh, das habe ich total vergessen. Ah, das heißt wieder rein da. Wo war denn der nochmal? Wo war denn der nochmal? Lass dich mal kurz überlegen. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Nee, warte doch. Natürlich. Ja, wir haben doch schon die Information bekommen. Ah, wo habe ich denn meine Gedanken? Unten in dem Sicherheitsbereich war doch eine, die da so am Telefonieren war. Ja, die muss ich zur Rede stellen. So. Abmarsch nach unten. Da sind wir doch dran vorbeigelaufen. Der habe ich überhaupt keine Beachtung geschenkt. Genau, die müsste hier gleich rauskommen. Oder die müsste sich hier auf dieser Ebene befinden. Da. Das ist sie doch, oder? Voicemail again? Yes, hello. Hey, sweetie, we're in the middle of something. Stimmt, sie redet dann, sie mag das nicht, wenn sie telefoniert und dabei, Mitwisser hat. Jetzt muss ich nur noch den hier rauskriegen. Yes, hello, Miss Petrova, just leaving a message. It's me. Voicemail again? Yes, hello, Miss Petrova, just leaving a message. It's me. Okay. Kriege ich das hin? Ohne dass der das mitkriegt? Warte mal. What was that? Hä? Was denn? Are you gonna pick that up? Okay. Around. Find a garbage can. Die ist mir ganz schön auf den Sack, mein Freund. So. Weg mit dir.
Ah, wegen der Pistole. Hm. Klappmesser. Oh oh. Schnell verstecken. No way. Du hast es auch schwer. Naja gut, wer lässt seine... Hast du einen USB-Stick? Der ist doch nicht hier drinne. Was denn? Ist das dein Spind? Machst du den nicht auf? Ich möchte mich umziehen. Schließen Sie bitte die Tür. Okay, das ist ja der einzige Spind, den wir noch aufmachen können. Ah! Der USB-Stick. Sehr schön. Was ist das eigentlich für eine Verkleidung? Druckluftanzug. Das brauche ich nicht. So. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück in unsere... in unser Apartment, unser Zimmer. Ich weiß gar nicht, ob der Sturm jetzt noch mehr wütet. Auf jeden Fall, wir haben den Stick und ich hoffe, Luke Miller kommt zu uns. Denn sie will ja was von uns und nicht wir von ihr. Doch, obwohl wir wollen ja was von ihr. Wir wollen ja... wir wollen sie erledigen. So. Das werden wir jetzt tun. Ja, war das doch ganz schön fix jetzt für den zweiten Part in der Mission. Ja gut, ich hätte natürlich Stephen Bradley anders töten können. Nicht so, wie ich das schon... ich kann auch hier gehen. Schon mal gemacht habe. Ich glaube, ich habe ihn damals auch so eliminiert. Aber habe ich das nicht in die Luft gejagt, das Ding? Ich weiß es echt nicht mehr. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Season 2 schon bei mir gesehen habt. Okay, da komme ich... oh! Komme ich da hoch. Ich war auch noch nicht in den anderen Häusern drinne. Hätte man auch alles mal machen können. Aber ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen jetzt erstmal telefonieren. Ich weiß gar nicht, hätte das geklappt, wenn ich den Drive nicht hätte? Also quasi finde? Sie hat das schon abgenommen. Auf was wartet sie denn? Miss Vetrover, 47. I've acquired the item you wanted. Wonderful. I knew you were the right man for the job. I could feel it the moment I laid my eyes on you. Should we meet? Yes, absolutely. Come to the spa over by the pool area. Was? Nein. Ich will gar nicht. Warte mal, kann ich sie nicht nochmal anrufen? Treffen wir uns doch lieber in meinem Apartment. Ja, denn nicht. Na toll. War das nicht so, dass sie in die Bude kommt? Alleine? Da ist sie. Miss Vetrova? I'm heading in. Is everything in order as we discussed? Of course, Miss Vetrova. Good. I want the left room all to ourselves. No screwing up with double bookings like yesterday with Portman and Mr. Bradley. I'm still trying to sort out that mess. Oh, yes, yes, Miss Vetrova. Again, very sorry about that. Okay. Ich bin also alleine mit ihr in so einem Raum. Ah, Mr. Reaper. So good to see you again. Follow me, please. Kein Problem. Liebend gerne.
me know if you need someone to work on those knots, dude. Was? Nein. You have the item. Keine Zeit. Can I have it, please? Here you are. Bitte schön. Oh, thank you so much, Mr. Reaper. I can't tell you how much this means to me, Mr. Reaper. I'm afraid things aren't quite as serene here as they may seem on the surface. I'm slowly beginning to understand. Tyson, Mr. Williams. He's not well. Hasn't been for some time. Oops. That's all we need to do from here. Miss Hall should be able to extract the information needed from the Haven servers. Good work, 47. Good work, 47. Ludmilla Vetrova has been permanently retired. Tja, da ist wohl was Blödes passiert. Soll ich mit dem Flugzeug abhauen? Eigentlich wäre das richtig nice. Aber das ist das Gebiet, wo ich nicht hin darf. Komm, ich gehe kein Risiko ein. Wir fahren ab, wie wir gekommen sind. Guck mal, da ist auch noch eine Möglichkeit. Nehmen wir doch diese. Vielleicht Privatboot? Wer weiß. Vielleicht ist es auch was anderes? Nee, ist tatsächlich ein Boot. Ein Schnellboot. Na gut, da kennen wir uns ja aus mit. Dann fahren die halt ein bisschen Boot. So ein bisschen Urlaubsspaß muss ja sein. Wir müssen ja auch nur auf die andere Seite der Insel. Da wartet ja Mr. Gray auf uns. Sauberer ICA-Killer. Ja, was war denn eigentlich? Immer unbemerkt. Ja. Ich weiß nicht, wer mich erwischt hat. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Weil das ja auch schon ein bisschen später ist. Also ich bin wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Part 2. Neuer Lagerraum. Poolbereich, Startpunkt. Your time in paradise? Productive. Right. We should hear from the others soon. We're in. Whatever your robot did back on the island, it worked. Let's see. Yeah, here we are. You found them? Yeah, right here. But no, wait a minute, something's off. See here? All those controlling shares, those are basically the backbone of the Providence Empire, but they're not going to the new partner identities. What do you mean? I mean, they're allocated to someone else. Everything is. The partners are left with no real control. Who is Arthur Edwards? The Constant. Message from Olivia. Everything's going to plan. We know where the partners are. We have our targets. You're almost there, old friend. Feels good, doesn't it? We should head out before the storm hits. Time to fulfill our purpose, 47. To take them all down.